CDU-Mann Strobel, das war mein schönster Tag übrigens, und der CDU-Mann Strobel, ja, auch ein wichtiger Mann in der Partei, der sieht die Ehe offenbar als eine Art elitären Club, den man nicht durch neue Mitglieder entwerten darf. Wenn wir alles gleichstellen, ist die Ehe auch nichts Besonderes mehr. Die Ehe war noch nie was Besonderes, du Vogel. Ich verstehe diese Logik nicht. Ja. Was Besonderes. Wenn die auch mitmachen dürfen, gefällt es mir nicht mehr in der Ehe. Ich verstehe diese Logik nicht. Oder steht das so in den 10 Gay-Boten, meine Damen und Herren? Gott. Und wenn Sie glauben, wenn Sie jetzt glauben, nur die katholische Kirche habe ein kleines, sagen wir mal, Toleranzdefizit, dann hören Sie mal, was diese lesbische Pfarrerin in ihrer evangelischen Gemeinde so an anonymen Briefen kriegt. Also ich persönlich sollte gesteinigt werden, wenn ich dann dafür, wie ich bin, angegriffen werde, würde ich jetzt eigentlich schon erwarten, dass mein Dienstherr dann auch entschieden sagt, stopp, Frau Ramelow wird nicht gesteinigt. Jetzt mal ehrlich, was wollen die Homosexuellen denn noch? Heiraten, nicht gesteinigt werden, irgendwann reicht's auch mal. Irgendwann reicht's auch mal. Ich meine, es gibt doch kleine Fortschritte. Die GroKo hat diese Woche die, sagen wir mal, Homo-Ehe-Light beschlossen. Ja, da werden zum Beispiel, und das ist kein Witz, Vorschriften zur kleingärtnerischen Nutzung neu geregelt. Wenn also ein schwuler Kleingärtner stirbt, dann kann sein Partner den Kleingarten demnächst übernehmen. Ist doch schön. 23 Vorschriften haben wir diese Woche angeglichen. Das ist bestimmt wichtig mit den schwulen Kleingärtnern, das kann man machen, aber man könnte auch einfach die Ehe für Homosexuelle öffnen und Feierabend. Aber das geht leider nicht, weil Frau Merkel offensichtlich zu viel in Online-Foren liest. Da standen auch diese Woche leider wieder Sachen wie, ich zitiere mal, bald wird man Kinder ehelichen dürfen. Oder ich möchte keine Homo-Paraden auf unseren Straßen sehen. Oder hier, der Gegensatz der Geschlechter wird aufgelöst. Wie sollen bei diesen wirren Zuständen Kinder gezeugt werden können? Ja, wie erkläre ich Ihnen das jetzt? Wenn der Mann sein steifes Glied, die Zeit haben wir jetzt gar nicht, tief verunsicherte Heteros fühlen sich jedenfalls an den Rand gedrängt in Deutschland. Aber, darf ich Ihnen sagen, es gibt jetzt Gegenwehr. In der Nähe von Stuttgart wurde jetzt Deutschlands erste reine Hetero-Gemeinde gegründet. Der Ort heißt Spießbach an der Funz. Dort lebt seit neuestem auch Caroline Kebekus und ist, glaube ich, regelrecht begeistert. Ja, was denn auch sonst, Oliver? Irgendwann reicht's einfach mit den ständigen Homo-Paraden in dieser von vorne bis hinten durchgeschwulten Republik, wo es immer nur um Sex, Sex, Sex geht. Hier in Spießbach, da wachsen die Kinder noch behütet auf. Der einzige Penis, den die Kleinen hier zu sehen kriegen, ist der vom Pfarrer. So wie Gott das gewollt hat. Das hat Gott gewollt? Ja, natürlich. Warum richtet sich denn neuerdings alles nach den Andersrummen? Im Fernsehen singen nur noch Frauen mit Vollbart. Früher, da waren Schlagersänger noch richtige Kerle, so wie Rex Gildo oder Nana Muscuri. So, heute gibt es ja sogar homosexuelle Ampeln. Um Himmels Willen. Da dürfen dann nur Lesben rüber oder was? Und alle Normalen werden überfahren. Ja toll, was kommt denn als nächstes? Einbahnstraßen, wo ich nur noch von hinten reinfahren darf? Also wir hier in Spießbach, wir machen da nicht mehr mit. Ja, aber wovon genau fühlen Sie sich denn so bedroht? Ach, bedroht? Ich hab doch gar nichts gegen Schwule. Das soll nur nicht so zelebriert werden. Kann denn nicht jeder Schwule für sich alleine schwul sein? Bei sich zu Hause? Alles andere ist doch nicht natürlich. Warum ist denn Homosexualität nicht natürlich, Ihrer Meinung nach? Nein, die ist nicht natürlich. Das ist ein ganz kleiner Prozentsatz von Leuten, die abnorm geartet sind. Es gibt auch Kälber, die mit zwei Köpfen geboren werden oder sonst missbildete Kreaturen. Genau. Und deswegen dürfen die auch nicht heiraten. Da kommen ja nicht mal Kinder bei raus. Die haben Sex, und das muss man sich mal vorstellen, einfach nur zum Spaß. Wie krank ist das denn? Wenn ich mit meinem Mann Sex habe, jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit, dann mache ich das für das Rentensystem. Augen zu,
und an Deutschland denken. Ja, wie romantisch. Aber das können Sie doch auch weiterhin tun, selbst wenn die Homo-Ehe irgendwann eingeführt wird. Ich will nicht, dass im Zusammenhang mit Homosexuellen irgendwas eingeführt wird. Die Ehe ist eine heilige Institution zwischen Mann und Frau, mit der man Steuern spart. Außerdem brauchen Kinder, und das sagen alle Psychologen, Vater und Mutter. Gerade der heterosexuelle Mann ist so wichtig als Vorbild. Hallo Schatz, ich bin gleich fertig, dann mache ich dir ein paar Schnittchen, ja? Was der typische Hetero den Kindern an Wissen vermittelt, allein im Bereich Körperhygiene. Wie oft im Monat muss ich Zähne putzen? Oder wie lang kann ich eine Unterhose tragen, bevor sie mir operativ entfernt werden muss? So etwas wissen Schwule doch gar nicht. Da ist was dran. Carolin Kebekus, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Max Spießbach. So. Genau in einer Woche. Nächste Woche geht's endlich los. G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Das Society-Event des Jahres. Angela Merkel empfängt die 5 mächtigsten Staatschefs der Welt. Plus den Typen aus Italien. Eine wirklich arschteure Veranstaltung, die traditionell nichts bringt. Über 300 Millionen Euro kostet der ganze Spaß. Alles auf unseren Deckel. Was da alleine rund um dieses Schloss Elmau gemacht und gebaut wird. 6 Kilometer doppelte Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen, nur falls eine davon kaputt geht. Auch Bahnhöfe werden saniert, obwohl während des Gipfels gar keine Züge fahren sollen. Na supi! Im Rest von Deutschland zerbröseln die Autobahnbrücken, aber für den G7-Gipfel, für 2 Tage Gipfel, gibt's doppelte Scheißhausrohre. Vielen Dank auch! Ja, das kann doch nicht sein. Die reden da auf dem Schloss ohne Russland über die Ukraine und ohne China übers Klima. Aber Hauptsache, das Catering stimmt. Für Mario Corti wären auch spontane Sonderwünsche kein Problem. Wenn zum Beispiel meine Trüffellieferung nicht mitkommt, dann müssen sie halt jemanden schicken, der mal schnell da runterfliegt oder runterfährt und das hochholt, sodass es am Abend natürlich dann da ist. Natürlich. Ja, natürlich, das ist doch Mindeststandard. Da fliegt man mal eben den Trüffel ein für die G7. Ist doch das Mindeste. Ja, da fliegt man den Trüffel ein bei einem Gipfel, der sich unter anderem mit der Klimakatastrophe beschäftigt. Das ist übrigens der eigentliche, der tiefere Sinn solcher Veranstaltungen, dass der Gastgeber, in dem Fall wir, sich wichtig machen kann. Frau Merkel wird sich, und das schwöre ich Ihnen, garantiert wieder als Klimakanzlerin inszenieren. Am besten in der schlosseigenen Sauna, die übrigens mit Braunkohle befeuert wird. Klimaneutral. Ne? Die große Klimakanzlerin. Man muss sich auch nur mal angucken, was bei den letzten Gipfeln so an ganz praktischer Politik rausgekommen ist. Das ist nicht so wahnsinnig viel, um das hässliche Wort nichts zu vermeiden. Als Deutschland das letzte Mal Gastgeber war, 2007, da stand hinterher wörtlich im Abschlussbericht, die führenden Industrienationen streben an, die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. Wow! Und genau so ist es nicht gekommen, liebe Kinder. Aber Hauptsache, das Sicherheitskonzept funktioniert für den Gipfel. Damals in Heiligendamm, da ja, hat ja vor allem Greenpeace gestört mit einem kleinen Boot auf der Ostsee. Aber da hat die Polizei beherzt eingegriffen. Schauen Sie mal hier. Ja, was denn? Subtil gelöst. Und es gab doch Überlebende. So, rund um Schloss Elmau kommen am kommenden Wochenende mindestens 20.000 Polizisten zum Einsatz, um diesen Gipfel vor lästigen Demonstranten, die auf die Stimmung drücken, zu schützen. Und zum Glück, das muss ich sagen, zum Glück tun die bayerischen Behörden wirklich alles, um es den G7-Gegnern so schwer wie möglich zu machen. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass Bauern denen keine Wiesen zum Campen vermieten. Man, die Hardcore-Demonstranten werden wir nicht abhalten, aber vielleicht den einen oder anderen, der sich dann überlegt und sagt, ich weiß nicht, wo ich da schlafen kann, das Wetter weiß ich auch nicht, also bleibe ich lieber daheim. Und das ist ja dann auch schon was. Ja, ich sage mal, jeder langhaarige Ohr steht zu Hause, bleibt eh schon was. Ne? Aber Obacht! Obacht, ein Landwirt wollte seinen Acker tatsächlich an die Demonstranten vermieten. Ein Irrsinn. Das kann er doch nicht machen. Und da leistet die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen Schützenhilfe. Sie hat heute ein geplantes Protestcamp verboten. Die Begründung? Hochwassergefahr auf dieser Alm. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, auf dieser Wiese, und das ist jetzt kein Spaß, drohen laut Landratsamt, ich zitiere, bis zu 50 Zentimeter Hochwasser. Wenn welches kommt. 50 Zentimeter! Ja, und wenn man dann noch weiß, dass die meisten G7-Gegner zwischen 30 und 40 Zentimeter groß sind, meine Damen und Herren, dann
haben die denen wahrscheinlich das Leben gerettet. Wir schalten mal rüber nach Garmisch zu Albrecht Humboldt. Albrecht, was haben die Bazis eigentlich gegen das Demonstrationsrecht? Ach, gar nichts. Natürlich müssen die Demonstranten irgendwo übernachten. Und die bayerische Polizei hat da ein super Konzept. Vereinzelung. Ja, jeder Demonstrant bekommt seine eigene Parzelle hier zum Zelten. 3 Quadratmeter, auf denen er sich völlig frei bewegen darf. Und jetzt kommt's. Jeder hat sogar seinen eigenen Polizisten, der im Ernstfall drauf hilft. Der hilft. Aha. Kann man denn Schloss Elmau von da, wo Sie stehen, kann man das von da aus wenigstens sehen? Ja, klar. Mit Google Maps. Das sind ja gerade mal 30 Kilometer Luftlinie. Mhm. Also, wenn Sie da jetzt so richtig laut protestieren und der Wind gut steht, hier, der Torben, der kann ja mal was rufen. Für den Frieden, stoppt G7, für den Frieden. Au. Ach so, Tom, sorry, mein Fehler. Nach 18 Uhr natürlich nur noch in Zimmerlautstärke. Wir sind hier in Bayern, nicht? Mach weiter. Für den Frieden, stoppt G7. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Als in Sotschi die Demonstranten an den Arsch der Welt verbannt wurden, da haben sich unsere Politiker furchtbar aufgeregt. Jetzt höre ich von denen keinen Mucks. Also Oliver, da vergleichen Sie jetzt aber wirklich Äpfel mit Birnen. Russland ist eine Diktatur. Bayern ist eine Monarchie. Hm. Natürlich hat die CSU auf die hiesigen Bürgermeister, sagen wir mal, freundlich eingewirkt. Und es ist uns gesagt worden, wir sollen auf die örtlichen Landwirte einwirken, dass die möglichst keine Flächen zur Verfügung stellen sollen für solche Camps. Sollte man das nicht schaffen, dann sollen wir die Bauern öffentlich ächten dafür. Ja, die gute alte öffentliche Ächtung. Zum Glück haben viele Gemeinden hier ihren Pranger aus dem Mittelalter noch nicht weggeworfen. Ja, nochmal zum Mitschreiben. Das Landratsamt bedroht also Bauern, die anderen helfen wollen, ihr Demonstrationsrecht wahrzunehmen. Da würde ja sogar Kim Jong-un sagen, Leute, ein bisschen Unterdrückung ist ja gut und schön, aber das geht mir zu weit. Müssen die Demonstranten ja noch fragen, ob sie aufs Klo dürfen oder was? Nein, hier gibt's ja gar keine Klos. Ja, na und? Da muss man halt mal eine Woche einhalten. Ich meine, die G7-Chefs, die wollen einmal unter sich sein, unbehelligt vom eigenen Volk. Ist denn das zu viel verlangt? Einmal nicht diese doofen Fressen sehen? Rettet das Klima, hört auf uns abzuhören. Da kommt einem doch der extra eingeflogene Trüffel wieder hoch. Verstehe. Verstehe. Wird denn heute Abend noch demonstriert? Nein. Jetzt nicht mehr, ist ja schon fast 11. Nachtruhe. Ach so. Jetzt wird geschlafen. Mhm. Torben, jetzt wird geschlafen! Jetzt schlaf noch mal! Schlaf doch ein, verdammt noch mal! Herr Wachtmeister, würden Sie ihn bitte helfen, den Torben beim Einschlafen? Gute Nacht, Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Albrecht Humboldt, alias Alexander Schubert, ab nächsten Freitag mit seiner Serie und dann noch Paula auf diesem Sendeplatz. So, meine Damen und Herren. Sprechen wir es offen aus, auch wenn es mir schwerfällt, die Energiewende. Das Jahrhundertprojekt liegt aktuell im Sterben. Ja, die Energiewende quält sich nur noch und ich sage, höchste Zeit, dass wir gemeinsam die Geräte abstellen, meine Damen und Herren. Ja. Arme Energiewende, sie war doch erst 4 Jahre alt. Vielen Dank, Freistaat Bayern. Wir bleiben beim Thema. Seehofer und Co. verweigern weiter den Bau von Stromtrassen, die sie selber mitbeschlossen haben. Also, die Bayern wollen schon Stromtrassen, aber halt nicht bei sich. Diese